Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind eine Runde mit der wunderbaren Jane unterwegs. Und da vorne ist ein Jen. Los, Claudia, wir laufen. Du gehst da durch und ich laufe hier rum. Oh, ich glaube, es ist ein Schweinchen, wa? Ja. Okay. Wir spielen gegen Amanda, Leute. Und wir haben folgendes Setup dabei. Adrenalin. Wir schaffen das. Ich glaube, da vorne ist sie gerade links lang geschlichen Richtung. Also am Holz, hinterm Holz rum quasi. Selbstsicher, Taps Verdacht. Wir schaffen das. Und Adrenalin. Das ist das Setup. Und. Ja. Habe ich sie doch richtig gehört? Ab und an höre ich ja auch mal was, Leute. Aber ich war mir dann so unsicher, weil sie nicht kam. Okay, dann können wir hier einfach mal weiterarbeiten mit der Feng. So. Müssen wir mal schauen. Taps Verdacht ist natürlich ziemlich nice. Ich hoffe, dass wir dann. Sie hat Ruin dabei sogar. Dass wir dann ihr Ruin-Totem schnell finden können. Ich gehe davon aus, dass es dort auf der anderen Seite ist. Deswegen renne ich mal in die Richtung gleich, wenn wir hier. Oh, genau bei uns sogar. Okay, ich renne mal los. Weil ich mache jetzt auch keine. Oh, jetzt verkackt sie den Skillcheck. Kann sie doch nicht bringen. Dort ist ein Totem. Es ist sogar Ruin. Wird sie bestimmt hierher kommen jetzt. Oder? Hinten einmal bitte retten. Ne, sie jagt jetzt jemandem hinterher. Okay, dann gehe ich hier ran. Die ist da hinten noch und tritt gegen den Generator gegen. Genau, okay. So schnell kommt die hier nicht rüber. Auch wenn sie es versucht hat. So schnell ist sie aber nicht rübergekommen. Okay. Dann ist Ruin schon mal weg. Ich kann auch die anderen Totems da hinten noch eins. Ich glaube, da links war auch noch. Da rechts. Da rechts war, glaube ich, auch noch irgendwo eins, ne? Aber hinten in der Ecke ist noch eins. Das nehmen wir dann auch noch mal weg. Je mehr Totems weg sind, desto besser ist es. Boah. Ah, da aber gut weggezogen. So, dort und dort links, okay. Diesmal wirklich links. Das andere links. Oh, muss jemand hier gerade. Hat hier jemand gerade The Game gespielt? Ich dachte, ich hätte gerade eine verletzte Person gehört. Ich höre hier doch jemanden, der verletzt ist. Ah, da, okay. War gerade schon verwirrt, ob ich was an den Ohren habe. So, da ist das Schweinchen. Verfolgt hier die Klödia. Boah, die zieht die Paletten aber halt auch echt schneller runter. Uff. Als sonst was. Unangemessener Vergleich bitte hier einfügen. Damit haben wir vier Totems weggemacht, Leute. Das letzte wird dann das Nöt-Totem werden. Ne, wir können ja gleich nochmal weitersuchen, aber erstmal sollten wir jetzt. Es müsste ja theoretisch. Warte mal, ich gucke gleich nochmal auf meiner Karte, aber ich meine, dass wir es. Oh. Hat jemand anderen erwischt? Da hinten ist es doch. Ah, da wo ich vorhin meinte. Okay, wir helfen aber erstmal hier, den Generator fertigzustellen. Und dann. Ist zumindest das Nö-Ticket gleich schon mal Geschichte. Der Detective und Jane, Leute. Nächste Person hat eine Falle drauf. Es ist wirklich schon sehr viel von den Paletten jetzt weg. Also hier am Haus ist noch ein bisschen was. Da links müsste noch wieder was ein bisschen sein. Lassen wir uns mal überraschen. So, ich renne, weil selbstsicher. Da ist das Totem. Okay, da ist Clödia, um helfen zu kommen. Ja, ich helfe jetzt irgendwie gar nicht, obwohl ich auch noch wir schaffen das habe. Und obwohl es natürlich für die Daily. Was heißt Daily? Für die Challenge. Ihr wisst ja, was ich meine, Leute. Wir verstehen uns doch. Für die Challenge wäre es natürlich angebracht, wenn wir.
auch Leute vom Haken holen. Aber ja, ach, das wird man im Laufe der Zeit, macht man diese Challenge eh fertig. Ich habe jetzt auch gelesen, dass sie die Challenges nochmal ein bisschen abändern wollen, dass manche Leute wohl gesagt haben, es wäre zu schwer. Also ich muss sagen, ich persönlich finde es halt ein bisschen schade, ich repariere jetzt erstmal weiter, dass sie jetzt die Challenges dann leichter machen wollen. Ich meine, man muss ja auch nicht alle Challenges schaffen. Also ist doch cool, wenn mal ein paar Sachen schwer sind. Also, finde ich persönlich halt. Aber das sieht halt nicht jeder so. Versuch noch in die Palette rein. Ah, schade. So, hinten wurde gerettet. Oh fuck, warte. Ich muss hier hoffen, dass sie... Ich hoffe, dass dann der vierte wenigstens einigermaßen schwer ist. Dass sie da jetzt nicht... Ach, die hatte Unbreakable, Leute. Weil guck mal, da vorne ist die andere Person. Hallo, bleib doch stehen. Ich hab, wir schaffen das. Deine Falle ist doch noch nicht mal aktiv, Junge. Lass dich doch heilen. Oh. Muss ich das verstehen? Okay, warum nicht gleich so? Dann hätte ich direkt helfen können, weil der andere ist auch hier hinten am Rumrennen. Ich gehe mal hier den Außenweg. Da will man einfach nur mal eine Klödia befummeln und dann macht sie es einem so schwer. Die soll sich mal nicht so zieren. Eben zieht sie die Paletten wie sonst was, aber das Höschen bleibt oben. Mutti wird dich loben. Gut, dann gehe ich an den Generator. Siehst du, jetzt habe ich die Punkte nicht bekommen wegen dir. Wenn du nochmal umgeklatscht wärst, Klödia, ne? Dann ist mir das egal. Nein, okay, bringt ja Punkte. Da vorne rennt sie. Ah, komm zu Papa. Jetzt lass dich nicht nochmal verarschen mit dem gleichen Trick. Oh, gut. Schön gestunt, sehr gut. Und bitte weiter rennen. Keine Ahnung, wo die Klöte jetzt hin ist. Ich hätte sie sonst gerne nochmal hochgeheilt. Andere Person ist auch geheilt und der Timer tickt sogar. Da könnte es nochmal ein bisschen spannender werden. Mal gucken. Die muss ihre Falle langsam loswerden. Die ist auch tot, wenn sie nochmal erwischt wird. Jetzt wird aber die Obsession erstmal gejagt. Okay. Dann bin ich auf jeden Fall der Einzige, der aktuell arbeitet. Weil die Klöte ist ja auch schon auf der Suche nach ihrem Schlüssel. Die rennen da vorne rum. Oh, Rain hat den... Nice. Nee. Sekunde mal. Sie ist von der Obsession weg. Ach, guck mal, sie hat ja Pop Goes the Weasel. Jetzt hat sie den Typen wieder... Die muss doch das Addon drauf haben, dass sie die Leute sieht, oder? Die eine Falle losbekommen. Sie rennt. Ich hoffe, dass sie nochmal davonkommt. Hat sie gerade ihre Falle losbekommen und dann sowas... Obsession geht nochmal dazwischen. Okay, nice. Wo ist die? Ach nee, die Klödia arbeitet ja nicht. Klödia arbeitet ja nicht. Mann. 1, 2, 3. Oh, der eine ist schön weit abseits. Wurde da schon dran gearbeitet? Das ist die Frage. Aber da ist jetzt gerade die Jagd. Da gehen wir mal nicht hin. Den in der Mitte zu nehmen, ist eigentlich auch ein bisschen dämlich. Ne? Eigentlich hätte ich lieber da hinten rangehen sollen. Naja gut, jetzt sind wir hier dran. Ah, der könnte hier vorne rankommen. Stecken uns mal hier. Oh, warum gehst du denn hier lang, ey? Meine... Oh! Den Stein habe ich vorher nicht gesehen. Adrenalin. Hätte ich das mal eine Sekunde vorher gewusst. Bin ich hier, Schweinchen. Sie kann kein Nöt haben. Das ist schon mal der Vorteil. Wo war der Ausgang gerade? Ach nee, Ausgang kann ich gar nicht sehen. Also hier war einer, aber da hinten war doch noch irgendwo einer. Ah, sie verfolgt den Typen. Dann machen wir hier den Ausgang. Dann war der Generator hinten doch schon weiter. Luke gefunden. Rain is down. Rain ist tot. Noch nicht aufmachen, Klödia.
Lydia, nicht aufmachen, bitte. Ja gut, dann renne ich auch raus. Weil Rain ist eh tot. Ach, gut. Wenn die jetzt hier nämlich wieder... Ey, ich hätte die Clödia wirklich an die Wand klatschen können, ne? Wenn da jetzt der Blutwächter am Start gewesen wäre, dann gucken wir nochmal, ob die Obsession rauskommt. Genau, sie teabaggt. Die, die jetzt irgendwie die Runde nicht wirklich sonderlich viel gerissen hat. Immer die gleiche, ne? Der andere hat sich hochgeheilt. Ich würde gerne noch sehen, dass der hier auch sicher rauskommt. Okay, sie kommt her. Dann muss ich los. Tut mir leid. Puh, keine Jagdpunkte mehr für dich. Beziehungsweise ich will auch keine mehr verlieren. Und dann gucken wir mal, ob der andere noch rauskommt. Wir schauen ihm einfach zu. Warum? Weißt du, sie hat doch nett gespielt, sie hat doch fair gespielt, hat jetzt irgendwie nicht großartig jemanden weggetunnelt oder weggecampt und die Survivor. Ach ja, ich versteh's nicht. So, GG, well played. Außer Igor. Ne? Wenn das easy war für dich, Igor, ja, dann musst du das Spiel dir aber nochmal ein bisschen genauer anschauen. Igor the Troll, ja, das stimmt wohl. Okay, was haben wir hier? Ja, guck mal, haben wir Nöd. Haben wir uns schön vor Nöd bewahrt. Sehr gut, wir haben alle Dinger rausgenommen. Perfekt. Dann Ruin, das wussten wir ja. Pop Goes the Weasel, haben wir auch gesehen. Schlampiger Schlachter. Wusste ich, oder ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich auch geschlagen wurde. Okay, schöne Runde. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bei DBD, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Heute Abend ist übrigens wieder Stream, 18 Uhr, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Also, wer es bis hierhin geschaut hat, kann auch gerne in den Stream kommen. Die anderen Leute natürlich auch, aber die haben keine Ankündigung bekommen. Gut, bis später.